warum eigentlich dieses Jahr wieder Mozart? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt schon sehr viele Mozart-Opern hintereinander bearbeitet und es ist wirklich einer meiner Lieblingskomponisten, bin ich draufgekommen, weil er so viele verschiedene Farben in der Musik hat, so interessante und spannende Geschichten erzählt. Und die Entführung aus dem Serail wollten wir ja schon ganz lange machen. Ich hatte da nur Vorbehalte, weil ich das Stück in einer sehr starken Inszenierung bereits kennengelernt habe, als ich noch assistiert habe. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich da dann auch selber eine eigene gute Fassung finde. Aber jetzt fühle ich mich bereit, dass ich da was gefunden habe, was ich herzeigen möchte. Es ist ja so, bei Ihnen ist man ja von Überraschungen nie gefeit. Diesmal wird es etwas blutig, habe ich gehört. Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es geht viel darum, dass wir um die Liebe auch kämpfen müssen, weswegen es auch vielleicht ein bisschen blutig werden kann, aber nicht schauerlich, sondern mehr spannend und sehr abenteuerlich. Und genau, wir wollen vielleicht ein bisschen handgreiflich werden. Die Domäne Boxen ist dann nicht in unseren Zeiten nicht mehr rein eine männliche, sondern auch die Frauen schenken sich ziemlich ein. Genau, und das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, dass wir hier einen Boxring aufstellen wollen. Wir wollen in das Milieu des illegalen Boxkampfes ein bisschen hineinschnuppern und verschiedene Geschlechterkämpfe ausrufen und schauen, was passiert. Und auch für die Damen gibt es etliches zu sehen. Genau. Wir haben uns dazu entschieden, dass die männliche Hauptrolle, die normalerweise von einem Schauspieler gespielt wird, Bassa Selim heißt in dem Stück, das ist eine sehr mächtige Rolle mit viel Dominanz und Stärke, dass sie bei uns von einer Frau gespielt wird, diese Rolle. Wir haben dafür eine wunderbare Schauspielerin aus Wien engagiert. Und deshalb gibt es bei uns auch einen Männerharem. Die Bassa Selim unterhält eben einen Männerharem, der aus lauter, hoffentlich wunderbar attraktiven Boxern bestehen wird. Eines ist auch noch wichtig zu sagen, die Oper ist in einer sehr außergewöhnlichen Location, heuer Schauspielort. Genau, wir sind heuer in der alten Bienefabrik, weil das eine leerstehende Halle ist, die sich sehr eignet für unser Konzept, dass wir eben sagen, wir sind an einem illegalen Ort, bei dem etwas Unerwartetes, Heimliches, Mysteriöses passiert, das vielleicht nicht ganz erlaubt ist. Und deshalb passt bei uns dieser Ort, der ja auch verlassen ist und eigentlich der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, sehr gut zu unserem Konzept.